Okay. Hallo zusammen, da sind wir also wieder. Computerversteher Georg Schnurer. Hallo. Mein Name ist Matthias Münch und für alle, die uns aus dem CT-Magazin, aus dem Fernsehen kennen, der Vorteil ist, wenn Sie uns jetzt im Internet gucken, können Sie gucken, wann Sie wollen. Müssen Sie nicht Samstag 12.30 Uhr. Themenüberblick. Gelbe Gefahr für Apple und Co. China-Smartphones sind viel besser, als Sie denken. Gift im Ohr, verbotene Substanz in Kopfhörern, Mäusen und Kabeln. Und Königin-Kunde hat ein Problem mit dem Voice-over-IP der Telekom. Können Sie sich vorstellen, ein Smartphone eines chinesischen Herstellers zu benutzen? Normalerweise denkt man ja, das Klischee ist billige, schlechte Kopien von einfachem Plastikzeugs, aber doch bitte nicht Hightech wie Apple oder Samsung oder Nokia, die herstellen. Ja, von wegen. Wir haben Smartphones getestet und ich tippe mal, viele von Ihnen, Damen und Herren, werden in den nächsten Jahren tatsächlich zu chinesischen Smartphones greifen. Dann fangen wir mit dem ersten an. Das ist das, sagen Sie es bitte, Ihr Chinesisch ist besser. Naja, das Chinesische hält sich in Grenzen. Das ist das Xiaoyu G5. G5 erinnert jetzt schon peinlich an Apple. Da erinnert hier auch ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr dran. Wenn man sich das mal genau anguckt, sieht das so ein bisschen aus, ja, wie so ein ganz typisches, ja, iPhone. Mhm. Und man merkt dann auch so ein bisschen alle Vorurteile, die man hat. Wenn man also von außen drauf guckt, sieht aus ähnlich wie ein iPhone. Und wenn man reinguckt, ja, dann sieht man doch wieder chinesische Schriftzeichen. Aber ehrlich gesagt, so schlimm ist das Gerät überhaupt nicht. Es ist durchaus solide verarbeitet, kostet 210 Euro und ist insofern auch ein sehr günstiges Modell. Man muss halt damit leben, dass man mit einem ja doch offensichtlich nachgebauten Gerät rumläuft. Ich merke schon eher was für Nerds, ne? Aber wir kommen jetzt mal zu einem Namen, den man in Europa natürlich kennt, vor allem wegen der Notebooks. Die haben sie irgendwann mal von IBM übernommen. Lenovo. Lenovo, eine durchaus bekannte Marke, ist in diesem Test eindeutig der Laufzeitsieger. Der Akku hält also tatsächlich 19 Stunden beim WLAN-Surfen. Das ist echt lange. Dafür ist dieser Akku als einziger bei allen Testgeräten fest eingeklebt. Das heißt, ich kann ihn nicht wechseln. Das, was ja bei modernen Geräten, die wir hier in Deutschland kennen, üblich ist, ist hier dann auch der Fall. Alle anderen China-Smartphones kann man den Akku leicht austauschen, kostet dann ungefähr 30 Euro. Und dann habe ich einen neuen, das ist also auch eine schöne Möglichkeit zu sparen. Aber hier, wie gesagt, ist der Akku nicht austauschbar. Ansonsten wäre das Gerät technisch eigentlich eine super Kaufgeschichte, weil er kostet halt auch nur 190 Euro. Aber jetzt kommt der große Haken. Es gibt ganz viele Bereiche bei den Einstellungen im System, wo ich dann plötzlich wieder mit Mandarin konfrontiert bin und dann also vielleicht doch ein bisschen Chinesisch können sollte oder sehr experimentierfreudig sein müsste. Insofern würde ich im Moment hier eher warten, bis Lenovo dann wirklich mal eine eingedeutschte Version liefert. Das Smartphone von Lenovo mit fest eingeklebtem Akku. Wollten die vielleicht bei Apple kopieren? Hm? Ja, Mensch, dann möchte ich auf dem Klischee natürlich weiter rumreiten. Das ist dann doch schon fast eher der Fernseher für die Chinesen. Aber nein, keine Scherze dieser Art. Das ist halt dann wirklich schon ein Phablet. Das ist ein 6,4 Zoll Display. Das hat Full-HD-Auflösung. Eine leider nicht so richtig gut brauchbare Kamera. Die Bilder sind ja nicht sehr scharf, insbesondere in den Randbereichen. Und der Auslöser, der braucht auch noch relativ lange dafür. Akku hält auch nicht allzu lange, 8,5 Stunden beim WLAN-Surfen. Dafür kostet das Ding auch nur 330 Euro und das ist für so ein Gerät dieser Größe mit dieser Klasse Display wirklich schon ein Kampfpreis. So, Herr Schnurer, Zeit für ein Fazit. Gelbe Gefahr für Apple, wie ich gesagt habe, China-Smartphones, wirklich kaufbar, Ihr Fazit? Also, man muss natürlich ein bisschen experimentierfreudig sein, wenn man sich so ein Smartphone von einem chinesischen Hersteller kauft. Aber man bekommt dann eben auch einiges. Wo man einiges darauf achten sollte, ist, man sollte schon ein Gerät nehmen, das weitestgehend eingedeutscht ist, außer man hat noch Lust, nebenbei Chinesisch zu lernen. Das ist aber eine ziemliche Herausforderung. Insofern darauf achten, dass es gut lokalisiert ist, dass insbesondere das Betriebssystem wirklich komplett auf Deutsch da ist, dass die wichtigsten Programme auf Deutsch da sind. Und dann kann man sowas durchaus verwenden. Ja, das sagen Sie so. Werden Sie es tun?
Ich überlege im Moment ernsthaft, mir eines dieser Geräte zu kaufen, um es an meinem Fahrrad als Navi zu verwenden. Weil wenn so ein Teil für 160 Euro oder für 210 Euro dann tatsächlich mal kaputt geht, was man ja nie ausschließen kann am Fahrrad, man kann ja mal ungeschickt hinfallen, manche dann von ist uns, es ja nicht so schmerzhaft, als wenn ein großes, teures Gerät von Samsung und Co. auf die Nase fällt. Der Trend geht zum Zweithandy made in China, ne? Zum Beispiel. Gift in Mäusen, Tastaturen, Kopfhörern, das ist unser nächstes Thema. Herr Schuber, wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen? Ja, das war eigentlich relativ einfach. Wir haben Testgeräte in Empfang genommen und haben uns gewundert, das stinkt. Ja. Nun ist es, man ist es ja gewöhnt, irgendwie neue Geräte stinken immer irgendwie so ein bisschen. Und haben uns irgendwann gefragt, wie kommt das eigentlich, dass diese Geräte so stinken? Was ist da drin? Und dann wollten wir es genau wissen und sind einfach mal losgegangen und haben Tastaturen gekauft, Mäuse und eben auch Kopfhörer und ähnliche Produkte, Kabel vor allen Dingen auch, ja, von Markenherstellern und von No-Name-Anbietern. Und die haben wir in ein Labor geschickt zum Testen. Und das Ergebnis ist, unter Umständen haben Sie krebserregende Kopfhörer im Ohr. Wir schauen uns mal an, wie das getestet wurde. So, Herr Schnurer, jetzt allen Ernstes, was sind das für Stoffe, die da drin sind, die gefährlich sind, die sogar verboten sind? Und zwar ist das das sogenannte SCCP. Das sind kurzkettige Chlorparaffine, die werden verwendet im Wesentlichen als Weichmacher und als Flammhemmer in Kunststoffen. Mhm. Und man kann sich vorstellen, an diesen Geräten ist natürlich unsäglich viel Kunststoff drin. Das denke ich mir. Ne? In der EU sind die seit Anfang des Jahres verboten. Das heißt, man darf die nicht mehr verkaufen. Und insofern sollten wir die eigentlich in den Produkten, die wir getestet haben, überhaupt nicht mehr finden. Trotzdem haben wir sie noch in einer ganzen Reihe Produkte gefunden. Da hätten wir einen HQHP 110 für 3,78 Euro. Da war jede Menge von dem Zeug drin. EV Black VR, ein weiterer Kopfhörer für 99 Cent, so ein In-Ear-Teil. Mhm. Auch da viel zu viel von dem Zeug drin. Ja, und der absolute Spitzenreiter, das war der Kopfhörer bzw. das Kabel, Gehäuse und Stecker eines MP3-Players, 4 GB MP3-Player von Swiss für 10,90 Euro. Da waren 20.291 Milligramm pro Kilogramm SCCP drin. Herr Schnurer, heißt das denn jetzt, ich muss bei solchen Produkten einfach mal dran riechen und wenn es schlecht riecht, ist Gift drin? Ja, wenn es so einfach wäre, dann wäre es total schön. Mhm. Packs kann man tatsächlich erschnüffeln, weil sie so ein bisschen angebrannt teerig riechen. Aber SCCP zum Beispiel riecht nach überhaupt nichts, das kann man also gar nicht schnüffeln. Da hat man überhaupt keine Chance. Wo man gewisserweise eine Chance hat, ist, man kann sich an Markenhersteller halten. Das haben wir auch festgestellt, wir haben ja auch eine ganze Reihe Markenhersteller dabei gehabt. Die achten da inzwischen drauf, dass zumindest keine verbotenen Stoffe drin sind, weil es ist ja ganz klar, wenn man die findet, das gibt das PR-Desaster und das kann sich ein großer Hersteller einfach nicht leisten. Also, in Sachen Gift in Mäusen, Tastaturen und, was ich besonders schlimm finde, im Kopfhörer, den man ständig in den Ohren hat, fährt man am besten tatsächlich mit den etwas teureren Produkten der Markenhersteller. Die haben ein größeres Interesse daran, dass ihnen da nichts nachgewiesen wird. Genau, und wer es im Detail wissen will, der guckt halt einfach nochmal nach. Die Kollegen von der CT haben das ja ganz im Detail getestet. Ausgabe 5 2014, da steht's drin, da sind auch die ganzen anderen Produkte, die wir getestet haben, mit dabei. Das war jetzt Werbung. Ja. Sie haben Post! Eben ist ein Hilferuf eingetroffen, per E-Mail. Sie sollten sich drum kümmern. Also los! Die Telekom ist mal wieder auf dem Kriegsfahrt. Mission: Deutschland soll bitte über Voice-over-IP telefonieren. Sie wissen das vielleicht, das ist Telefonieren ohne Festnetzanschluss übers Internet. Da werden jetzt ganz viele Leute ermutigt, doch bitte umzusteigen. Nicht immer läuft das ganz glatt. Ja, Voice-over-IP ist natürlich etwas Schönes für die Deutsche Telekom. Und deshalb hat man auch den Bernhard H. angerufen. Die Werberin hat ihm dann versucht, das Ganze schmackhaft zu machen und das Killer-Argument war dann letztendlich, okay, sie kriegen einen neuen Router, der ist viel leistungsfähiger als der alte und damit können sie dann weiterarbeiten. Der HH hat dann noch nachgefragt, ich habe ja jetzt ISDN und klappt das da auch alles zuverlässig, kann ich die Geräte auch weiterverwenden? Die Dame hat ja gesagt und siehe da, er hat eingewilligt zum Umschalten. Was ist dann passiert? Das, was immer passiert in solchen Fällen, es ging schief. Der Umschalttermin kam näher, er hatte aber keinen neuen Router, also hat er versucht, diese Umstellung zu stoppen. Das hat irgendwie so halb geklappt. Kurz danach kam dann ein Anruf von einem Telekom-Techniker, der gesagt hat,
wir können sie gar nicht umschalten, weil Voice-over-IP bei ihnen gar nicht geht. Da hat er gesagt, okay, vergessen wir das Ganze, dann kann ja nichts mehr passieren. Leider hat die Telekom aber den Umschalttermin gar nicht abgeschaltet, sondern tatsächlich umgeschaltet. Und dann macht es plötzlich Klaps, da war erst das Internet weg und danach auch das Telefon. Wie lange? Zunächst mal für einige Tage, dann für einige Wochen. Und dann ist dem guten Mann der Kragen geplatzt und der hat gesagt, bitte helft mir, das geht doch so nicht weiter. Und wie ging es dann weiter? Schon einen Tag, nachdem wir angefragt haben, wurde sich bei dem Herrn entschuldigt. Kurz darauf kam dann auch tatsächlich ein Techniker, der hat das Ganze angeschlossen, mit seinen Kollegen telefoniert und ist auch so lange geblieben, bis sowohl Telefon als auch Internet wieder funktioniert haben. Jetzt ist wieder alles gut. Und als kleine Entschädigung hat er auch noch 3 Monatsraten bzw. 3 Monatsgebühren Gutschrift bekommen. Warum ist die Telekom eigentlich so verrückt danach, sämtliche Menschen jetzt auf Voice-over-IP, also auf dieses Telefon übers Internet umzustellen und wegzukriegen vom klassischen Anschluss? Das hat einen ganz einfachen Grund. Im Moment muss die Telekom für klassische Kunden, die also ISDN oder Analogtelefon plus DSL haben, 2 Infrastrukturen bereithalten. Einmal die ISDN-Infrastruktur bzw. analoge Telefoninfrastruktur und dann auf der anderen Seite eben die ganz normale DSL-Infrastruktur. Wenn man das Ganze reduzieren kann auf eine, ist es natürlich sehr viel günstiger zu warten. Dazu kommt, dass diese ganzen ISDN- und Analogtelefon-Verteilzentralen inzwischen immer älter werden. Zum Teil gibt es dafür überhaupt keine Ersatzteile mehr. Insofern muss die Telekom da auch über kurz oder lang umstellen. In 3 bis 4 Jahren wird es wahrscheinlich jeden treffen, der jetzt noch einen analogen oder ISDN-Anschluss hat, der wird dann quasi zwangsumgestellt. Heißt das, lieber jetzt noch mit der Telekom einen günstigen Preis raushandeln, als in ein paar Jahren dann zwangsumgestellt zu werden? Also das hängt sehr von der persönlichen Lage ab. Der Voice-over-IP-Anschluss ist inzwischen wirklich ausgereift und wenn die Bandbreite groß genug ist, also wenn ich einen 16.000er-Anschluss oder sowas kriegen kann, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe unterm Strich vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, als ich es mit einem klassischen ISDN- oder Analoganschluss hätte. Wenn ich einen sehr langsamen Internetanschluss habe, also 8 Megabit und langsamer, dann sollte ich mich auf keinen Fall auf Voice-over-IP umstellen lassen. Einige Anbieter versuchen auch das. Aber das geht in die Hose. Dann hat man wirklich Probleme zu telefonieren, während downgeloadet wird und umgekehrt. Also das sollte man einfach nicht machen. Schön, dass Sie dabei waren. Besuchen Sie uns wieder in einer Woche. Gibt's Neues? Was ich jetzt vermisst habe, Herr Schnurer, ist die gute alte Westernpfanne. Ja, Herr Münch, das Originalexemplar ist tatsächlich durchgerostet. Aber keine Sorge, ich habe Ersatz beschafft. Aha. Damit kann ich dann jederzeit nachhelfen, wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Sie verstehen. Ende der Sendung. Und tschüss. Abonnieren, ja? Und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haare kriegen.